Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test der kleinen Batterien. Wir haben ja wieder zweimal die Xplode, und zwar die 45er Colt und die Punk. Und in der Mitte haben wir eine StarTrade Krawallmonster. Jede Batterie hat 9 Schuss. Die zwei Batterien von Xplode haben 52 Gramm NEM und die Krawallmonster hat 49,5 Gramm NEM. Und da würde ich mal sagen, so wie beim letzten Mal, gehen wir mal raus und schauen, welche dieser drei Batterien heute hier das Rennen macht. Jede Batterie kostet 2,50 Euro von Xplode, die Krawallmonster leider 6,99 Euro. Und ich kann jetzt schon mal sagen, für 9 Schuss 20 mm ist die das leider nicht wert. Ich habe sie bezahlt und gekauft wurde sie bei der Feuerwerksvitrine. Genau. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wie versprochen, der nächste Dreier-Test. Wir haben zuerst die Punk, dann die 45er Colt und dann die Krawallmonster von ABA. So, unser Pyro-Trade. Also zuerst den Punk. Ja, der Punk ist schon ein Stückchen besser gewesen, weil der hat ein goldenes Rot. Schauen wir uns mal den 45er an. Also für 2,50, da kann auf jeden Fall die Boosterblume einpacken. So, Auto ist weg und wir machen dann das Krawallmonster weiter. Gucken, was da drin steckt. Ich weiß den Effekt noch gar nicht. Das StarTrade Krawallmonster 40. Kostet aber 7 Euro kostet die. Ja, also StarTrade, sorry, aber die ist komplett durchgefallen. Am besten hat mir ganz ehrlich gesagt sogar der 45er Colt gefallen, weil wie gesagt, da kann eine Boosterblume einpacken für 2,50 so viel Crackling. Also von mir die Kaufempfehlung für die Colt 45. Macht's gut.